Es geht einfach in dieser Stellungnahme darum, hier die Regionen, Städte und wenige entwickelten Gebiete bei uns zu stärken, hier ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie zu Förderungen kommen, um hier diesen vielleicht auch ein bisschen undurchsichtigen Förderdschungel Europas zu erkunden. Und hier sind eben auch in der Stellungnahme einige Vorschläge eingearbeitet, zum Beispiel, dass wir eine Investmentplattformen einrichten, um hier einfach gerade für Klein- und mittelständische Unternehmen hier die Möglichkeit schaffen, sich darüber zu informieren und auch in den Regionen hier zu Förderungen zu kommen. Es ist ein kleiner Beitrag, aber in diesen Gesprächen, die ich mit Abgeordneten des Parlaments, aber auch mit Kommissionsmitgliedern geführt habe, muss ich sagen, bin ich mit diesem Thema Tourismus auf wirklich großes Interesse gestoßen. Und ich habe eigentlich gespürt, dass hier gerade für dieses Thema großes Interesse herrscht. Und hier habe ich große Unterstützung auch von diesen Seiten erfahren. Ja, Tirol, das Außerfern, ist als Region von wirtschaftlich großer Bedeutung. Und hier spielt auch der Tourismus eine große Bedeutung. Sie wissen alle, dass der Tourismus gerade für Tirol mit einer Vielzahl von Übernachtungen einen wirklich elementaren wirtschaftlichen Punkt darstellt. Und wenn man unsere Region anschaut, dann muss man auch einige Punkte anmerken. Wir wissen, dass wir einige Regionen und einige Bereiche haben, wo mit Abwanderung zu kämpfen ist, wo junge Leute keine Möglichkeit mehr sehen, in ihren Dörfern zu bleiben. Und hier kann der Tourismus mithelfen, gerade diese Regionen zu stärken, hier kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern und hier einfach Fördermöglichkeiten zu ermöglichen, die sonst vielleicht nicht in diese kleine Region kommen würden und so vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten, um gerade diesem Thema Abwanderung entgegenzuwirken.